Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr selber irgendwie Prognosen macht oder wisst, welche Kanäle Prognosen machen, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Denn wie ihr wisst, mache ich in der zweiten und dritten Liga nicht mehr alle Spiele in der ausführlichen Zusammenfassung. Und damit wir noch mehr Stuff haben, sage ich mal, würde ich die dann oben in der Infokarte verlinken. Wir haben alle was davon. Aber jetzt geht's wirklich los mit der dritten Liga. Vielen Dank fürs Reinschalten und los geht's mit Magdeburg gegen Duisburg. Ach ja, und vergesst nicht in der Kommentarsektion abzustimmen darüber, welche Partien nächste Woche wieder in der Zusammenfassung zu sehen sein sollen. Danke. Der erste FC Magdeburg gegen den MSV Duisburg. Das Duell zweier Absteiger. Der MSV Duisburg ist besser in die Liga gestartet, doch der erste FC Magdeburg scheint sich langsam auch zu sammeln. So richtig rund läuft es noch nicht. Und so auch hier die bessere Anfangsphase bei den Gästen und direkt der Treffer. Dritte Spielminute, Peter Sliskovic läuft durch und schießt dann ein ins linke Eck. Und gleich wieder Sliskovic in der Hauptrolle, der den Ball nicht geklärt bekommt. Laprivot legt nach außen, Pertl mit der Flanke und Kvesic mit dem Kopfball und Weinkauf mit der Superparade. Das hätte im Vorhinein besser geklärt werden müssen. So ist der Keeper der Meidericher zu einer Glanztat gezwungen. Diese Aufgabe löst er mit Bravour, aber dennoch, das war eine unnötige Szene aus Duisburger Sicht. Und die Magdeburger wurden jetzt stärker und schlugen dann zu. Charles Lila Prévot in der 30. Spielminute, der mittlerweile verdiente Ausgleich für die Gastgeber. Da hat Duisburg keinen Zugriff auf die Situation. Magdeburg spielt das aber auch gut aus. Und sie wollten vor der Pause die Partie noch gänzlich drehen. Preisinger mit dem Abschluss aus kurzer Distanz, aber Sliskovic ist dazwischen, stellt den Fuß rein und entschärft so diese Situation. Im zweiten Durchgang dann die schwarz gekleideten Gäste erstmal wieder auffälliger. Albutat mit dem guten Auge. Jansen steckt durch, aber Stoppelkamp kann den Ball nicht ganz erreichen. Sehen wir in der zweiten Wiederholung noch. Er trifft den Ball nicht und ist dann zweiter Sieger in diesem Duell. Nun wieder der erste FCM. Laprivot, Kvesic und dann Beck mit dem Abschluss. Von ihm war bis dato noch nicht so viel zu sehen. Kein Problem aber für Weinkauf hier, den Ball zu halten. Und somit bewegten wir uns schon auf die Schlussphase. Nochmal eine Standardsituation und wieder Sliskovic hier im Fokus. Er hätte hier den Doppelpack schnüren können und diese Partie zugunsten der Gäste entscheiden können, aber das wurde verhindert. Duisburg und Magdeburg trennen sich unter dem Strich dann auch verdient am Freitagabend mit 1:1. Sowohl Sonnhof Groß-Asbach als auch der FC Bayern München stehen in der Tabelle ziemlich weit unten da, nicht auf einem Abstiegsrang, aber eben kurz davor. Dementsprechend war es hier wichtig, gut in diese Partie reinzustarten. Und in dieser Szene hätte schon der Treffer für Bayern fallen müssen. Aber Reule mit einer unglaublich guten Reaktion fischt den gerade noch raus aus kürzester Distanz. Doch spielerisch waren die Bayern hier überlegen und dann bekamen sie auch rechtmäßig einen Strafstoß zugesprochen. Julian Leist stellt sich da gegen Maximilian Welsmüller nicht wirklich gut an. Vrieth hat die Möglichkeit und nutzt diese auch. 32. Spielminute, die Führung für die Gäste. Verliert da Reule, der in der Mitte stehen bleibt und so keine Möglichkeit hat, diesen Ball zu erreichen. Nun die Gastgeber nach vorne unterwegs. Jüllich, der sich mal aus 17 Metern versucht, aber an Mai ist in dieser Szene kein wirkliches Vorbeikommen. Der stellt den Fuß rein
sonst wäre dieser Schuss gar nicht mal so schlecht aufs Tor gekommen. Zweiter Durchgang, Eckball für die Bayern. Mai und dann Dajaku. Testet Reule. Der hatte da einiges zu tun zwischen den Pfosten. Schöne Abnahme auch von Dajaku, aber nicht platziert genug. Die Bayern versäumen es hier, den Deckel drauf zu machen. Batista Meier mit der Flanke. Doch Groß Asbach konnte sich hinten einfach nicht befreien. Vriet, aber Leist, stellt alles rein, was er hat. Und passt auf. Doch weiterhin waren die Gastgeber zu harmlos nach vorne, standen tief und konnten dann nicht mal diesen Treffer von Welzmüller verhindern. 88. Spielminute. Diese Partie war entschieden, weil Welzmüller ganz genau zielt, den Pfosten unten rechts trifft und von da geht der Ball dann in den Kasten. Nach 90 Minuten stand es 0:2. Groß Asbach muss sich hier verdientermaßen mit 0:2 geschlagen geben und kommen damit nicht aus dem Abstiegsstrudel heraus. Der Tabellenführer empfängt den FC Hansa Rostock und die Gäste straucheln noch so ein wenig in der Saison. Das war kein wirklich optimaler Saisonstart. Und heute gegen Eintracht wurde es nicht einfacher. Zumindest waren sie zu Beginn ziemlich unter Druck. Martin Kobylanski mit dem ersten Abschluss in der Frühphase dieser Partie. Und Kolke muss sich direkt mal beweisen. Kobylanski mit einer Ecke, die Opoku fürs Erste klären kann. Doch die Blau-Gelben bleiben dran. Mike Feigenspahn kann sich dazu einfach drehen im Strafraum. Doch bekommt den dann nicht mehr gänzlich aufs Tor gezogen. Somit keine größere Gefahr. Vom FCH kam im ersten Durchgang lange Zeit zu wenig. Nächste Möglichkeit für Braunschweig. Feigenspahn mit der Flanke. Rieble dazwischen. Kammerbauer Neuzugang ist aber dann da. Kobylanski legt nochmal raus zu Kessel. Kobylanski und dann Kammerbauer. Das wäre mal ein Einstand gewesen. Hier in Braunschweig. Trifft aber nur das Aluminium. Und so kam kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Kogge, beziehungsweise erstmals die Kogge. Fairhook mit dem Kopfball, Szene noch nicht ganz geklärt. Breyer setzt noch nach, kein Problem für Fejzic. Aber das hätte es hier sein können. Wäre unverdient gewesen, aber im Endeffekt beschwert sich darüber keiner. Zweiter Durchgang, die Rostocker gelobten nun Besserung und spielten zu Beginn mal nach vorne. Pascal Breyer auf der linken Außenbahn mit der Flanke und da ist Opoku mit der Direktabnahme. Sein Talent konnte er schon einige Male unter Beweis stellen. Hier visiert er etwas zu schlecht an. Bei Braunschweig waren es dann mal Standardsituationen im zweiten Durchgang. Da kam dann auch nicht mehr so viel, aber es wurde hier direkt brenzlig. Kessel mit dem Kopfball und Kolke, der da durch den Strafraum irrt. Mit etwas Glück kommt er da nochmal ran. Die letzte Möglichkeit gehört auch den Gastgebern. Der Lucky Punch sollte her. Poschwitz mit der Flanke und Kobylanski mit dem Kopfball. Kolke hält diesen Punkt fest. Was für eine Szene nochmal zum Abschluss. Am Ende steht ein verdientes 0:0.
So, dann schauen wir noch einmal gemeinsam auf die Ergebnisse. Der 1. FC Magdeburg gegen Duisburg 1:1, Zwickau gegen Uerdingen 3:1, Preußen Münster gegen Viktoria Köln 2:1, Groß Asbach gegen Bayern 2:0, TSV 1860 München gegen Jena 0:0, Meppen gegen Lautern 0:3, Waldhof Mannheim gegen die Würzburger Kickers 2:0, Ingolstadt gegen Halle 0:1, Braunschweig gegen Rostock 0:0 und Unterhaching gegen den Chemnitzer FC 2:1. Noch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Erster ist Braunschweig, zweiter der Hallische FC, dritter Unterhaching, vierter Waldhof Mannheim, Ingolstadt ist fünfter, sechster Duisburg, siebter Viktoria Köln, achter Zwickau und neunter Kaiserslautern. Die zweite Tabellenhälfte führt der 1. FC Magdeburg an, dahinter Preußen Münster und Bayern München 2, 13. Rostock, 14. 1860, 15. Meppen, 16. Groß Asbach, 1. Abstiegsplatz KFC Uerdingen, 18. Würzburger Kickers, 19. Chemnitz und 20. der FC Kaiserslautern. Wenn es euch dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, bis zum nächsten Video und tschüss.